Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen an der Technischen Hochschule Köln zur Vorlesung Grundlagen der Elektrotechnik. Heute mit der Folge reale lineare Stromquelle. Wir hatten ja schon reale lineare Spannungsquellen kennengelernt. Heute beschäftigen wir uns mit entsprechenden Stromquellen. Dazu lernen wir das Ersatzschaltbild kennen, einmal die Ausgangskennlinie. Wir schauen uns an, wie wir Spannungsquellen in Stromquellen umwandeln können und schauen uns dann an, wie dann eine allgemeine reale lineare Quelle aussieht. Das Ersatzschaltbild einer linearen Stromquelle besteht aus einer idealen Stromquelle mit einem Innenwiderstand, der parallel zur Quelle geschaltet ist. Das ist anders als bei einer Spannungsquelle. Die ideale Quelle, die liefert uns praktisch den inneren Strom, das ist der Quellenstrom. Das ist auch der Strom, der fließt, wenn außen die Anschlüsse kurz geschlossen werden, also der Kurzschlussstrom. Der Innenwiderstand, der bestimmt uns dann das Verhalten, wenn wir von außen einen zusätzlichen Widerstand beispielsweise anschließen und entsprechend einen Strom am Ausgang fließen lassen. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir hätten jetzt hier eine solche Quelle und wir würden jetzt an diese Quelle mit Innenwiderstand einen Lastwiderstand anschließen, den wir beliebig einstellen können. Und dann messen wir am Ausgang Strom und Spannung und tragen das in einem Diagramm auf. Das schauen wir uns jetzt einmal grafisch an. Wir tragen also den gemessenen Strom auf der horizontalen Achse ein und die Spannung auf der vertikalen. Und jetzt fangen wir bei einer Stromquelle einmal an, indem wir zunächst einmal die Quelle kurz schließen. Das heißt, wir messen dann den Kurzschlussstrom. Das ist der Strom, der sich durch die ideale Stromquelle ergibt. Stellen wir uns jetzt einmal vor, wir erhöhen den Widerstand außen. Ich hoffe, Sie haben noch das Schaltbild vor Augen. Wenn wir den Widerstand erhöhen, dann wird sich an dem Ausgang, an dem Widerstand, auch die Spannung ein klein wenig erhöhen. Das bedeutet, dass dann also an unserem Innenwiderstand ebenfalls eine kleine Spannung abfällt, also ein Strom fließt. Das heißt, unterm Strich gesehen haben wir dann etwas weniger Stromfluss, als wir vorher beim Kurzschluss hatten. Wir treiben das Spielchen weiter, machen unseren Lastwiderstand noch größer und dann stellen wir fest, die Spannung nimmt weiter hinzu, aber der Strom nimmt ab, weil unser Innenwiderstand eben immer mehr Strom schluckt, in Anführungsstrichen, sodass dann unterm Strich gesehen also der Strom am Ausgang eben, ja, weniger wird. Wir haben jetzt hier den Punkt, wo der Ausgangswiderstand genauso groß ist wie der Innenwiderstand. Und in diesem Fall teilt sich der Strom 1:1 auf beide Widerstände auf. Und wir haben den halben Kurzschlussstrom und bei der Gelegenheit auch die halbe Leerlaufspannung. Wenn wir den Widerstand weiter erhöhen und praktisch unendlich groß machen, dann haben wir am Ausgang natürlich überhaupt keinen Stromfluss fließen. Und die Spannung, die sich dann einstellt, wird nur durch den Innenwiderstand begrenzt. Das heißt, diese Spannung ergibt sich jetzt einfach aus dem ohmschen Gesetz. U gleich R mal I. Und I ist dann der Strom unserer inneren Stromquelle. Ja, diese Kennlinie wird Ihnen wahrscheinlich bekannt vorkommen. Sie sieht nämlich genauso aus
wie die einer realen linearen Spannungsquelle. Und um ehrlich zu sein, wenn wir von außen an eine, ich sage mal, Blackbox messen, bei der eine Quelle und ein Innenwiderstand drin ist, können wir tatsächlich nicht entscheiden, ob es sich um eine Stromquelle oder eine Spannungsquelle handelt. Ja. Beide haben eine Spannung im Leerlauf, eine Leerlaufspannung, beide haben einen Kurzschlussstrom, beide haben eine lineare Kennlinie, wie hier in diesem Bild zu sehen. Und das lässt uns darauf schlussfolgern, dass wir im Grunde jede reale Spannungsquelle als Stromquelle darstellen können und umgekehrt. Das ist das Prinzip der Quellenumwandlung. Ja, in beiden Fällen können wir eben dieselbe Kennlinie außen messen und der Ansatz ist, Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom müssen gleich sein. Vergleichen wir einmal beide Ersatzschaltbilder, um jeweils bei der Spannungsquelle und der Stromquelle die Größen ineinander umzurechnen. Bei der Spannungsquelle wissen wir, dass die Leerlaufspannung der inneren Spannung UI entspricht. Der Kurzschlussstrom, wir erinnern uns, errechnet sich aus der inneren Spannung oder dem Fall der Leerlaufspannung durch den Innenwiderstand der Spannungsquelle und der Innenwiderstand von außen gesehen entspricht dann eben diesem Wert, den wir ermittelt haben. Wenn wir eine Stromquelle, eine reale Stromquelle uns anschauen, dann entspricht der Kurzschlussstrom dem inneren Strom. Das ist praktisch derselbe Kurzschlussstrom, den wir bei einer Spannungsquelle messen würden. Den würden wir jetzt hier der inneren Stromquelle zuordnen. Und wir sehen jetzt hier, dass die Leerlaufspannung sich ebenfalls aus dem Innenwiderstand mal dem inneren Strom, also unserem Kurzschlussstrom, ergibt. Ja, daraus lässt sich zeigen, dass eben der innere Widerstand für die Stromquelle sich genauso berechnet wie der innere Widerstand für die Spannungsquelle, nämlich Leerlaufspannung durch Kurzschlussstrom. Der einzige Unterschied ist halt, bei der realen Spannungsquelle ist dieser Innenwiderstand in Serie zu einer idealen Spannungsquelle geschaltet. Bei der realen Stromquelle ist dieser Widerstand parallel zu einer idealen Stromquelle geschaltet. Aber von außen können wir keinen Unterschied feststellen. Wir dürfen jederzeit eines dieser beiden Ersatzschaltbilder anwenden und das eine in das andere Ersatzschaltbild umwandeln, wenn es uns denn passt. Trotz allem ist es so, dass wir häufig in manchen Fällen eine Ersatzspannungsquelle verwenden, in anderen Fällen lieber eine reale Stromquelle. Und das hängt davon ab, wo auf der Ausgangskennlinie wir uns gerade bewegen. Also üblicherweise ist in dem Bereich in der Nähe der Leerlaufspannung der Bereich, den wir lieber als Spannungsquellenbereich ansehen. Wenn wir den Lastwiderstand ändern, so ändert sich der Strom doch schon sehr deutlich. Relativ gesehen bleibt die Spannung doch konstant. Wir sehen hier, die Spannung ändert sich von 100% auf vielleicht 75% in diesem elliptischen Bereich. Das ist eine Variation von 25%. Ja. Während der Strom sich von 0 bis im Maximalwert praktisch über den gesamten Bereich der Schaltung, sage ich mal jetzt, bewegt. Das heißt, in diesem Bereich haben wir relativ gesehen eine näherungsweise konstante Spannung. Das heißt, diesen Bereich nehmen wir eher, um eben unsere Quelle als Spannungsquelle zu betrachten. In der Nähe des Kurzschlussstroms, wenn also die Quelle fast kurz geschlossen ist oder mit einem vergleichsweise kleinen Widerstand abgeschlossen ist, klein im Vergleich zum Innenwiderstand, dann reden wir eher von einer Stromquelle. Das heißt, dann würden wir auch
das Ersatzschaltbild einer Stromquelle nutzen, denn der Strom ändert sich in diesem Bereich relativ gesehen nicht so viel, die Spannung aber sehr wohl. Es gibt noch einen weiteren spannenden Bereich, der seltener verwendet wird. Hierbei ist das Ersatzschaltbild egal. Wenn wir aber den Lastwiderstand ungefähr so groß machen wie den Innenwiderstand, dann ändert sich die abgegebene Leistung nur wenig. Das heißt, wir haben hier näherungsweise bei Leistungsanpassung eine konstante Leistung, auch wenn der Lastwiderstand sich ändert. Das kann für die ein oder andere Anwendung durchaus interessant sein. Damit möchte ich für heute schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.